Hallo und herzlich willkommen hier in meinem YouTube-Channel. Seit einem Jahr war hier wenig los gewesen und das möchte ich jetzt ändern. Und ich habe mir verschiedene Sachen überlegt. Unter anderem bleibe ich natürlich auch wieder bei Tutorials, Making-of-Filmen und wie heute in diesem Video werde ich über ein bestimmtes Thema sprechen. Und dieses Thema heute ist der Fleiß. Der Fleiß, der ist so ein Thema. Durchs Unterrichten ist mir immer wieder aufgefallen, dass ich von verschiedensten Leuten gehört habe, in ihrer Bewunderung für irgendwelche Künstler, ja, so wunderbar, wie der Künstler ist und so gut möchte ich auch malen können. Und was mich da ein bisschen in Wallung bringt, das ist eben, dass die Leute dann da gerne mal darüber vergessen, mit welcher Mühe und Anstrengung diese Werke erzielt wurden. Und unter anderem natürlich auch mit welchem Fleiß. Und seit Ende der 90er Jahre sammle ich das Werksverzeichnis von einem meiner großen Helden, John Singer Sargent. Und in dem Werksverzeichnis, ich weiß gar nicht, wie viel der Band jetzt schon rausgebracht wurde, ist es so, dass drei Bände nur die Porträtarbeiten sind. Und einer der anderen Bände, der späteren Bände, das ist Landschaften und Figuren. Und der geht, glaube ich, von Anfang seiner Karriere, bis er 26 war. Und es ist schon sehr beeindruckend, welche Qualität er schon in jungen Jahren erreicht hat. Ja, was in dem Werksverzeichnis immer ganz gut ersichtlich ist, das ist eben die Erarbeitung von Ideen und die Ausformung von Ideen. Und wenn wir normalerweise Kataloge oder Ausstellungen anschauen, dann ist es eben so, dass immer die Schmankerl rausgepickt werden und somit die Greatest Hits in die Ausstellung kommen. Bei einem Werksverzeichnis ist es eben so, dass die ganze Entwicklung und die ganze Entstehung von verschiedenen Werken dokumentiert ist. Und man kann dadurch ganz gut sehen, wie fleißig jemand war und auch in dem Fall auch, wie groß natürlich auch die Anzahl der Bilder war, die da entstanden ist. Und gerade auch diese Vorstudien, die sind insofern natürlich ganz interessant, dass eben dieses große Meisterwerk nicht einfach aus dem Blauen raus entsteht, sondern es bedarf relativ vieler Vorstudien und Arbeiten, die das Thema einkreisen, um dann zu diesem Werk hinzuführen. Und gerade im Moment ist auch eine Ausstellung von Lucian Freud in Wien im Kunsthistorischen Museum, welche sehr sehenswert ist. Und im Zuge dieser Ausstellung war das eben so, dass sein Assistent der letzten Jahre, David Dawson, in Wien war und sprach über den Tagesablauf von Lucian Freud, der 7 Tage die Woche gemalt hat. Er hat eine Vormittagssitzung gehabt, eine Abendsitzung gehabt und mit welcher Konsequenz dieses betrieben wurde, ist schon außergewöhnlich. Und wenn man dann auch diese Arbeiten anschaut, dann haben die diese Intensität. Und diese Intensität, die entsteht eben dadurch, dass der Künstler auch angeregt war, aufgeregt war von dem, was er da gemacht hat. Und diese Spannung und diese Kraft, die findet dann ihren Eingang in die Arbeiten. Und nur so kann das eben auch aus den Arbeiten rauskommen. Und wenn man diese ganze Sache natürlich auf die leichte Schulter nimmt, dann wird es wahrscheinlich nicht in die Arbeiten kommen. Was zu dem ganzen Thema eben auch noch dazukommt, das ist, dass Fleiß bedeutet, dass man eine gewisse Routine bekommt. Und die Amerikaner sagen, that they've got a lot of mileage, also einen hohen Kilometerstand. Und das ist, finde ich, auch ein ganz gutes Bild dafür, weil durch diese Erfahrung lernt man sein Material kennen und verbessert sein handwerkliches Können. Und auch wenn ich natürlich immer darauf dann, wie soll ich sagen, festgelegt werde von anderen, dass ich da auch so eine starke Betonung drauf habe, ist für mich das Handwerk einfach nur das Vehikel, mit dem ich meinen Inhalt ausdrücken möchte. Und wichtig ist eben, dass es um den Inhalt geht, um das, was ich zu sagen habe. Und mein Handwerk ist dann eben die Sprache, mit der ich das tue. Und da kann ich mir natürlich aussuchen, ob ich stammeln möchte oder ob ich flüssiger sprechen möchte. Und
Deswegen sehe ich das schon auch so, dass wenn ich mich nicht um das Handwerk kümmern muss, was ich dadurch erreiche, dass ich relativ viel mal, dann schaffe ich es, mich stärker auf das zu konzentrieren, was ich eigentlich sagen möchte. Abschließend kann ich nur dazu sagen, sich mal mit diesem Thema ein bisschen auseinanderzusetzen und auch vielleicht mal unter diesem Aspekt in die Museen zu gehen und sich die alten Meister, die mittelalten und die jungen Meister anzusehen und zu sehen, mit mit welchem Fleiß und mit welcher Anstrengung dann auch diese Leichtigkeit vorgetragen wird. In diesem Sinne würde ich mich auch freuen, auch unten in den Kommentaren vielleicht was von euch zu lesen, auch vielleicht Anregungen, in welche Richtung auch dieser YouTube-Channel gehen sollte. Und bis zum nächsten Mal.